So, einmal den klassischen Eierrock, bitteschön. Das sieht ja mal lecker aus und ich würde auf den ersten Blick sagen, Willi, alkoholfrei. Auf gar keinen Fall. Der ist nicht alkoholfrei. Das ist ein klassischer, nee, gar kein klassischer Eiergrog. Auch da haben wir, wie wir das bei unseren anderen Produkten auch machen, nicht die Industrieware bevorzugt, sondern wir haben ihn von Hand gemacht und unsere eigene Mixtur hergestellt. Was ist denn das geschmacklich Besondere an Eiergrog? Klassisch erstmal der Eierlikör, ganz klar. Ich kann nicht alles erzählen, wie wir es machen, weil jeder hat so seine eigenen Geheimnisse. Viele machen ihn mit Weißwein, dann gibt es welche, die verlängern mit Milch, es gibt welche, die verlängern mit Wasser, was wir auch ein bisschen tun, weil sonst haut sie da eben auch wieder die Schuhe aus. Und ich kann sagen, dass wir ein bisschen Cointreau mit dabei haben und ein bisschen Amaretto. Claudia, wie sieht's aus? Bist du neugierig? Ja, ein bisschen. Normalerweise, finde ich, riecht es immer sehr lecker, aber wenn man es dann trinkt, finde ich, reicht eigentlich ein Schluck aus und dann ist man mit dem Geschmack eigentlich drüber, oder? Ich glaube, nein. Versuch es mal. Also Claudia, ich höre da so ein bisschen raus, so ein Eiergrog oder Eierlikör-Fan bist du nicht. Nee, vielleicht werde ich es ja jetzt. Schauen wir mal. Aber es ist auf jeden Fall nichts für die schlanke Linie mit der vielen Sahne. Ganz bestimmt nicht. Ein ausgiebiger Zug mit dem Strohhalm und dann sind wir gespannt. Ja, das sieht echt zuversichtlich aus, dein Gesicht. Ich weiß noch nicht so genau. Also Eierlikör schmeckt man schon durch, aber wie du auch gesagt hast, es sind so ein paar andere Komponenten noch mit drin. Macht es wieder ein bisschen würziger und nicht ganz so extrem nach Eiern und Sahne, sondern ein bisschen, ein paar mehr Komponenten. Es passiert was im Mund. Würdest du denn dieses Glas ausbekommen? Nicht auf Qual, sondern weil du es genießen würdest. Ja, ich denke schon. Bei dem könnte es sein, dass ich es austrinke. Ist das hier der Renner auch, Eiergrog? Also im Außenbereich, bei den Außenständen auf jeden Fall. Und, wir versuchen natürlich auch nicht immer die Mischung allzu hart machen. Wir wollen ja auch, dass die Gäste ein bisschen bei uns bleiben, vielleicht noch einen zweiten oder einen dritten trinken. Muss ja keiner besoffen nach Hause gehen, aber so soll es eigentlich auch sein, dass man ein bisschen verweilt, ein paar Freunde trifft, noch einen trinkt, vielleicht noch einen trinkt. Das ist ja der Sinn des Weihnachtsmarktes auch, Freunde zu treffen, ein bisschen die weihnachtliche Stimmung einzufangen, über die Geschenke zu sprechen oder was man schon eingekauft hat. Das ist ja Sinn der Übung des Weihnachtsmarktes. Ich glaube, Claudia überlegt gerade, Mensch, wenn ich jetzt noch Besuch komme am nächsten Adventswochenende, dann serviere ich Eiergrog. Das könnte sein. Das ist eine gute Idee.